Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Kurs Online-Kommunikation, vertiefende Online-Strategien. Und heute sind wir schon beim Workout Nummer 3, also in unserer dritten Lerneinheit. Und in dieser Lerneinheit beschäftigen wir uns mit dem Thema Online-Marketing. Also ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Inhalte, auf die ihr natürlich wahrscheinlich schon gewartet habt. Und denkt nochmal zurück an die letzten Lerneinheiten und an unsere letzten Besprechungen. Wir haben gesagt, aufgrund Digitalisierung, aufgrund Vernetzung etc. etc. haben wir im Unternehmensbereich, also im wirtschaftlichen Kontext, natürlich mit neuen Spielregeln umzugehen. Ja? Und denkt einfach mal ein paar Punkte, die wir auch besprochen haben. Man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, ihr als Unternehmen, ihr könnt euch gar nicht leisten, an bestimmten Touchpoints, wo eure Kunden vielleicht unterwegs sind, gar nicht präsent zu sein. Also denkt dran, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, wenn ihr an einem wichtigen Touchpoint nicht auftaucht, dann kommuniziert ihr eben auch. Aber ihr kommuniziert, ich habe kein Interesse hier, ich möchte euch nichts anbieten, ich beantworte dir auch keine Fragen, wenn du Fragen hast. Also neue Spielregeln. Ja? Denkt dran, alles kommuniziert in Zukunft miteinander. Es ist eine verzahnte Interaktion über unterschiedliche Medien, crossmedial und über unterschiedliche Customer Touchpoints. Und ihr müsst oder du musst dir überlegen, wie informiert sich denn mein Kunde eigentlich? Wenn er eine Frage hat, wo geht er denn hin? Wo sucht er denn nach Antworten? Also wo sucht euer Bedarfsträger in Zukunft nach Antworten? Natürlich kann das, obwohl wir von Online-Marketing und digitaler Welt sprechen, natürlich kann ich noch fragen meinen Freund, meinen Partner, meine Kinder, meinen Vater, meinen Geschäftskollegen. Ich kann auch noch mal irgendwo ein Buch lesen, haptisch. Aber im Großen und Ganzen nutzen wir natürlich, weil wir diese neuen Spielregeln kennen, nutzen wir sowohl im Business-Bereich als aber auch im Consumer-Bereich. Ja, wir nutzen neue Medien, um uns zu informieren und hoffen, da Antworten, relevante Antworten auf unsere Fragen zu finden. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, was eigentlich das ganze Online-Marketing, so wie wir es jetzt nachher bearbeiten werden, extrem spannend macht. Ihr kennt sicher Karl Gratz, die Koryphäe im Online-Marketing. Und Karl Gratz sagt, es geht nicht um die Sichtbarkeit, dass du irgendwo an einem Touchpoint nur sichtbar bist, sondern das Wichtigste ist in Zukunft die Findbarkeit. Wenn da draußen ein Kunde ist und wenn ein Kunde eine Frage hat, deren Antworten du besitzt und wo deine Produkte oder deine Dienstleistung eben relevante Antworten auf die Probleme, auf die Beweggründe der Zielgruppe sind, deiner Bedarfsgruppe sind, dann bist du in Zukunft vorne dabei. Aber du musst dir erstmal die Gedanken machen, welche Fragen stellen denn meine Kunden? Und das nächste ist, in welchen Systemen fragen Sie diese oder stellen Sie diese Fragen und wo muss ich als Unternehmer hingehen, um in Zukunft dort auch findbar zu sein, gefunden zu sein, um entsprechende relevante Antworten zu geben. Also überprüfe stets und immer, das ist ein fortwährender Prozess, haben wir mit Blick auf unsere Bedarfsgruppe wirklich die richtigen Touchpoints. Also haben wir die richtigen Kundenkontaktpunkte, wo wir auch wirklich mit unseren Kunden kommunizieren können. Und dann schaut euch an, welche Qualität haben denn diese Touchpoints. Ja, ich kann sehr schnell und sehr einfach technisch zum Beispiel auf den Social-Media-Kanal Facebook gehen. Ich kann sehr schnell einen eigenen firmeneigenen YouTube-Channel eröffnen. Die Frage ist aber, welche Relevanz und wie gut sind die Antworten, die du da dort auf dem Kanal für den jeweiligen Suchenden, Fragenden anbietest. Also überleg dir, das Ganze ist eigentlich, wir sind ja auch in der Kommunikation, es ist die Kommunikation zwischen zwei Menschen. Jetzt ist der Mensch vielleicht physisch nicht vorhanden, aber dein digitales Instrument führt jetzt dieses Ersatzgespräch.
Das heißt, dein digitales Instrument, deine YouTube-Videos auf deinem eigenen YouTube-Channel müssen eben die Fragen der Kunden beantworten. Und wir werden sehen, dass das gar nicht so einfach ist, weil, um das wirklich machen zu können, musst du sehr empathisch in die Person, in die Bedarfsgruppe hineinschlüpfen und musst dir überlegen, welche Fragen, welche Probleme, welche Beweggründe, welcher Leidensdruck ist denn hier vorhanden und welche Antworten erwartet oder welche Antworten kann ich dem dann dem Kunden, dem Suchenden, dem Fragenden wirklich anbieten. Das heißt, ich muss im Vorfeld wissen, welche Fragen wird er denn stellen, damit mein digitales Instrument auch in der Lage ist, diese Antworten in entsprechender Form und mit entsprechender Relevanz zu geben. Also, und das sind so die Hauptherausforderungen im Online-Marketing und auf die werden wir zusammen eingehen. Ein Punkt, der uns dabei immer berührt, den wir beachten müssen, ist diese zunehmende Globalität. Das heißt, wir werden immer globaler und online sowieso. Und darauf müssen wir reagieren, dass wir eben nicht unter einer Käseglocke sitzen, sondern dass eben andere Anbieter, direkte und indirekte Wettbewerber, in dieses Spiel, in dieses digitale Spielfeld eintreten und eben auch Antworten geben können und vielleicht ganz andere Antworten dem Suchenden geben können, als wir das momentan vielleicht unter unserer Käseglocke tun. Ja, und ihr kennt es. 24 Stunden Verfügbarkeit, das ist ja gerade die Chance. Verstehst du? Das ist die Chance. Du kannst natürlich als Mensch nur bestimmte Zeiten physisch anwesend sein und die Fragen eines Suchenden, die Fragen eines Menschen, die Probleme eines Menschen lösen. Und deswegen kannst du eben diese Kundennähe praktisch rund um die Uhr kannst du dir aufbauen, wenn du 24 Stunden bereit bist, Informationen und Fragen zu beantworten, was dann teilweise eben den Content betrifft, den Inhalt, den du bietest und natürlich eben die Technik, mit der du dann diese Inhalte einem Suchenden, einem fragenden Menschen zur Verfügung stellst. Mobile haben wir auch schon besprochen, werden wir hier natürlich exzessiv in diesem Kurs machen. Mobile und mobile Techniken. Das heißt, es wird in Zukunft immer mobiler funktionieren und die Leute werden in unterschiedlichsten Perzeptionssituationen, wo sie Informationen aufnehmen, sich befinden. Und du musst letztendlich deine Inhalte, deine Antworten so fähig machen, dass sie auch auf veränderte Devices, auf unterschiedliche Instrumente ausspielbar sind. Und hier kommt der Punkt, den wir bei dem Intro-Video schon mal diskutiert haben und bei der ersten Präsenz auch diskutiert haben, die Inhalte werden sich verändern. Ich werde auch hier euch ein paar schöne Beispiele von Karl Gratz geben, der eben zeigt, wie sich diese Digital Assets in deinem Unternehmen in Zukunft verändern werden. Also dein Content, deine Inhalte, deine Bilder, die du jetzt vielleicht auf deiner Webseite hast und die eben so aufgebaut sind, dass man sie wunderbar an einem PC oder an einem Laptop auslesen kann, aber die schon nicht mehr so geeignet sind, wenn du mobil bist, wenn du eben jetzt hier mit einem Android oder mit einem iPhone unterwegs bist. Und jetzt kann der das nicht auslesen, weil deine Inhalte und deine Templates nicht angepasst sind. Und da kommen wir in den Bereich rein von Responsive. Und Responsive, gleich hier an dieser Stelle, wir werden es nachher richtig bearbeiten. Responsive bedeutet nicht, dass du deine Inhalte, dass dein Layout verändert wird, dass du das sowohl, deine Inhalte sowohl auf dem Laptop darstellen kannst und jetzt eben auch auf dem iPhone in verkleinerter Form, entweder im Porträt oder im Landscape-Format. Das ist die billigste Nummer. Das ist heute eigentlich dürfte keine Schwierigkeit für keinen Programmierer mehr sein, dass er dieses Layout, diese Templates anpasst. Aber darum geht es nicht. Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Responsive meint, dass du deine Textmengen, deine Headlines, deine Texte so anpasst, dass sie auch von einem Suchenden, der mobil unterwegs ist, wirklich gelesen werden. Der will nämlich jetzt dann in dem Moment keine 10 Kilometer Text lesen. Er will jetzt die Kurzform von dieser URL, von deiner URL. Und hier werden wir uns beschäftigen, hier werden wir auch sehr, sehr viele Übungen machen und ich werde euch das dann
zeigen. Und insgesamt, die Interaktion im Online-Marketing wird natürlich immer größer. Es findet ein echter Dialog statt. Es findet ein Dialog über Ersatzinstrumente statt. Und das werden die Herausforderungen sein, die wir nachher bearbeiten werden. Ich werde in dieser Einheit zeige ich euch dann noch einen sogenannten Marketing-Management-Prozess, weil ihr erinnert euch, ich habe euch in einer der ersten Einheiten habe ich euch gesagt, dass ein gutes Marketing immer das Fundament für ein gutes Online-Marketing und für eine gute Online-Kommunikation und für gute Online-Kommunikationsstrategien ist. Und ihr seht hier unterschiedliche Farben, einmal rot, einmal orange, das ist die Strategie, und einmal grün. Ich habe das verglichen mit einer Ampel. Ihr müsst euch das so vorstellen. Alle Managementprozesse dieser Welt, ob das vom Meffert ist, ob das von Kotler ist, ob das aus St. Gallen ist oder auch hier so mein eigener, alle sind dreiteilig. Ja? Immer drei Teile wie eine Ampel, Analyse, Strategie und die operative Umsetzung. Und deswegen habe ich in den Lerneinheiten und in den Unterlagen auch die farbliche Codierung hier vorgenommen. Das heißt, wenn es rot ist, wisst ihr, okay, wir sind in der Analysephase. Wenn es orange ist, wisst ihr, hoppla, als kleine Lernhilfe, wir sind jetzt im strategischen Bereich. Und wenn die Ampel umschaltet auf grün, dann sind wir beim Go, dann sind wir in dem Marketing-Mix. Also, es ist ganz einfach, um sich das zu merken. Wir gehen da nach diesem Ampelprinzip gehen wir vor. Analyse heißt Stopp, nicht über die Straße gehen, da ist rot. Erst nach links schauen, erst nach rechts schauen. Was kommt da, was kommt auf mich zu? Also analysieren und erst dann aus der Analyse heraus entwickeln die Strategie. Ja, wo gehe ich denn hin? Gehe ich links, gehe ich rechts, gehe ich über die Straße oder drehe ich um und gehe zurück? Und wenn ich dann diese strategische Entscheidung getroffen habe, dann schalte die Ampel um auf grün. Und wir marschieren dann. Und dann, das Blau gibt es natürlich nicht bei einer Ampel, aber was wir uns dann in diesem Kurs eben dann noch vornehmen werden, ich habe es dann blau gemacht von der Darstellung, von der Visualisierung, ist dann eben die Online-Kommunikation, die crossmediale Kommunikation und dann eben auch unsere Kommunikationsstrategien. Ihr werdet in dem Kurs auch sehen, dass wir uns zuerst die Mikroumwelt anschauen in der Analyse und die Mikroumwelt habe ich euch als, oder zeige ich euch immer als ein Dreieck, die schon öfters bei mir im Kurs waren oder in anderen Seminaren waren. Die wissen, ich teile die Mikroumwelt immer gern als Dreieck auf, weil ich eigentlich alle Prüfpunkte, die ich in der Praxis prüfe, hier sehr gut unterbringen kann. Das rote Dreieck, also der relevante Markt. Links ist immer das eigene Unternehmen mit seinen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen. Das bist du vielleicht jetzt mit deinem Unternehmen. Und auf der anderen Seite eben die Wettbewerber, die direkten und die indirekten. Und ganz, ganz wichtig, jetzt oben an der Spitze, das Wichtigste in der Mikroumwelt, das sind eben dann meine Zielpersonen, meine Bedarfsgruppen. Und hier geht es eben dann ganz, ganz, ganz wichtig um die Motive dieser Bedarfsgruppen. Und außenrum, wir sind ja eben nicht in einer Käseglocke, wie wir schon besprochen haben, sondern in dieser relevante Markt befindet sich eben in einem größeren Kontext, in einem Umfeld. Die Amerikaner nennen das, wenn ihr bei Kotler nachliest, findet ihr zum Beispiel dann das unter dem Stichwort Pestanalyse, Political, Economical, Social und Technological Analysis. Und das ist die Makroumwelt. Und hier werden wir dann einzelne Prüfpunkte durchanalysieren. Wir werden schauen, wie wir dein Vorhaben, vielleicht willst du einen Online-Shop ins Leben rufen, willst du in den E-Commerce das erste Mal einsteigen. Wir werden anschauen, welche gesellschaftspolitischen Gesichtspunkte tangieren nun dieses Vorhaben. Und so haben wir einfach unterschiedliche Prüfpunkte. Gesellschaft, Kultur, Staat, Recht, Politik. Dann haben wir noch die Technologie und die Wirtschaft und dann eben die Umwelt. Und diese 8 Prüfpunkte bilden praktisch unsere Pestanalyse und wir werden gemeinsam entsprechend deines Vorhabens dann diese Makroumwelt miteinander analysieren. Und somit werdet ihr in dieser Einheit lernen, dass wir eben die Makroumwelt analysieren. Wir machen die Mikroumwelt, schauen wir uns an und wir werden am Schluss für die nächste Stufe, wenn die Ampel auf Orange, auf Strategie umschaltet, machen wir aus diesen ganzen Analysen dann eine sogenannte SWOT-Analyse. Und ich benutze das immer gern. Ich rede immer von dem sogenannten SWOT-Optionengenerator. Das heißt, aus der Makroumwelt hole ich mir die Chancen und Risiken. Und aus der Mikroumwelt hole ich mir dann die Stärken und Schwächen
deines Unternehmens mit Blick auf die Wettbewerber entsprechend deinem Vorhaben, vielleicht den Case, den wir vorhin angesprochen haben, du möchtest jetzt einen Online-Shop gründen, dann solltest du dir im Vorfeld eben diese Analysen machen. Wir machen es gemeinsam, dass wir eben Makro und Mikro analysieren und daraus dann eben ableiten, die sogenannte SWOT-Analyse, und dann in der SWOT-Analyse eben Chancen und Risiken und Stärken und Schwächen uns anschauen. Und wir kombinieren dann die Chancen mit den Stärken. Wir kombinieren die Risiken mit den Stärken. Wir kombinieren die Chancen mit deinen Stärken und die Chancen mit deinen Schwächen. Und daraus abgeleitet haben wir dann eben unterschiedliche Optionen und ausgerüstet oder wissend, was können wir eigentlich tun? Welche Moves können wir machen? Gehen wir links, gehen wir rechts? Schalten wir dann eben um in die Strategie. Und ihr werdet sehen, es ist ein ganz einfaches, es ist eine schöne Vorgehensweise. Die Strategie besteht dann eben aus unterschiedlichen Bestandteilen. Wir werden uns Gedanken machen über das Marketingziel. Wir werden lernen, wie können wir Marketingziele operationalisieren. Wir gucken uns an, wer ist denn die Marketingzielgruppe, mit der wir überhaupt ins Geschäft kommen wollen. Und letztendlich im nächsten Schritt aus dieser Marketingzielgruppe schaffen wir ja unsere Bedarfsgruppen und die Ereignisse unserer Bedarfsgruppen, um dann mit diesen Menschen praktisch Marketing machen zu können, um mit ihnen ins Geschäft zu kommen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der letzte Punkt in der Marketingstrategie, ist die Positionierung, das sogenannte Positioning Statement. Das heißt, hier werden wir uns wirklich Gedanken machen, weil das leider in der Praxis nicht passiert, fast nie passiert. Wie wollen wir uns in Zukunft, es ist ein Soll, wie wollen wir uns in Zukunft positionieren? Was soll bei unserer Zielgruppe dann online wie offline top of mind sein? Also Positionierung. Ich habe da immer so ein paar Leitsätze, die wir gemeinsam durchgehen und uns gemeinsam erarbeiten. Also unser Online-Shop XY, ja, ist mit Blick auf die Wettbewerber bla 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 wünschenswert. Wünschenswert ist immer der Grundnutzen, weil man in unserem Online-Shop das und das und das und das bekommen kann. Aber nochmal mit Blick auf die Wettbewerber, die ja das Gleiche anbieten. Und jetzt kommt's. Ist aber unser Online-Shop besser? Denn nur unser Online-Shop hat, kann, macht, tut. Also ihr seht, es wird dann sehr, sehr, sehr schwierig. Wir kommen dann in den Bereich rein, was ist eigentlich der differenzierende Nutzen? Was macht uns unique? Was macht uns einzigartig? Und letztendlich, wie können wir das beweisen? Das wird ein spannender Block sein, den wir machen. Und wenn wir das festgezurrt haben, dann schaltet unsere Ampel auf grün um in dieser Lerneinheit, in diesem Workload. Und wir kommen dann in den Marketing-Mix. Also es ist dann eigentlich, dann sind wir mit dem Marketing-Management-Prozess eigentlich durch und können dann gezielt in das Online-Marketing einsteigen. Das heißt, hier haben wir den Marketing-Mix mit den bekannten Punkten, ihr Prüfpunkten, ihr kennt es ja. Einmal Produkt, Price, Promotion und Places oder Place. Das sind die vier berühmten 4 Ps. Und wir werden heute halt ein bisschen moderner ergänzt durch weitere Ps. Das sind einmal die People, also die Leute, die dir dabei helfen, die Kunden und deine eigenen Mitarbeiter. Es sind die Prozesse, die du da in Zukunft aufgrund der Digitalisierung und Vernetzung neu einführen musst. Und es ist dann die Physical Evidence, wenn du zum Beispiel noch am Point of Sale sein solltest, wenn du im Handel tätig bist. Und dann schaltet die Ampel auf blau, was ja nicht gibt. Und dann kommen wir, und das kommt dann in einer der nächsten Lerneinheiten, dann kommen wir in die Promotion. Bei der Promotion gleich, Achtung, Ohren auf, bei der Promotion geht es eben nicht nur um die Werbung, sondern es geht um die Kommunikation, es geht um persuasive Kommunikation, also um beeinflussende Kommunikation. Und in St. Gallen zum Beispiel benutzt man hier anstatt den Begriff Promotion eben die sogenannte Absatzpolitik. Wobei ich das Wort Promotion eigentlich nach wie vor sehr interessant finde. Man muss nur wissen, das werden wir lernen, wie wir das dann ausfüllen. Okay, damit haben wir dann praktisch den Marketing-Mix durchgespielt und damit ist dann praktisch die Vorbereitung für unsere nächste Lerneinheit schon gegeben. Also wir haben die Promotion, also die Kommunikation. Wir wissen, wir können diese Kommunikation online und offline spielen. Wir werden das auch spielen. Wir werden in diesem Kurs natürlich unseren Fokus auf die Online
Kommunikation legen. Ich werde euch zeigen, wie man aus dem Involvement der Zielpersonen entsprechende Kommunikationsstrategien ableiten kann. Und es wird ganz interessant, ich wage mal jetzt am Ende von dieser kleinen Einleitung zu behaupten, dass wir in Zukunft, wenn wir online und offline miteinander verbinden, eigentlich mit nur vier Strategien auskommen werden. Und wie das funktioniert und welche Strategien das sind, das werde ich euch in der nächsten Lerneinheit zeigen. Und vielen Dank, dass ihr jetzt dabei wart, auch bei dieser kleinen Einführung von dem, was jetzt alles kommt. Bitte lest alles durch, macht auch die kleinen Übungen, damit ihr fit praktisch für den nächsten Workload seid. Und vielen Dank fürs Zuhören. Euer Peter, bis dann. Tschüss.